Was tut sich denn da in der Eifel? Da scheint sich was zu bewegen. Da je. Auf Eifeler Platt heißt das so viel wie jetzt aber voran, auf geht's. Manchmal braucht es so einen Weckruf, um eine Region aus dem Schlaf zu reißen. Denn die Eifel hat den Ruf, das rheinland-pfälzische Sibirien zu sein. Wer will da schon hin? Von wegen. Sie haben dort jetzt Zukunftsvisionen. Sie wollen ein Leben, in dem die Menschen sich umeinander kümmern werden. Sie wollen eine Zukunft, in der man stolz auf die eigenen Produkte ist. Wollen, dass Unternehmen sich mehr verantwortlich fühlen für eine gesunde Umwelt. Dass die Orte wieder schöner werden, weil mitten ins Dorf das Leben zurückkehrt. Sie wollen noch kreativer werden, weil sie menschlich und virtuell gut vernetzt sind. So soll sie aussehen. Die schöne, neue, gesunde Welt rund um Daun im Jahr 2030. Die schlauen Dörfer in der Eifel haben gemerkt, dass sie einen Schatz direkt vor ihrer Haustür haben. Die unberührte Natur. Die wunderbare Landschaft. Ein Schatz, auf den sie die Zukunft bauen. Es braucht nur eine Idee, die Kreise zieht, und einen Menschen, der erkennt, wann die Zeit reif ist, sich zu verändern. Der Ideen und Inspiration sucht. Und keine Angst vor sperrigen Begriffen hat. Ich war direkt von Change Management begeistert und auch direkt davon überzeugt, dass das auf uns passt. Mein Gefühl war, ich habe das Ei des Kolumbus entdeckt. Wie zufällig ist Werner Klöckner auf ein schlaues Buch gestoßen, in dem es um Change Management ging. Also darum, wie man professionell den Wandel angeht. Wie man andere überzeugt und mitnimmt. Wie man Pläne schmiedet für eine bessere Zukunft und sie dann auch wirklich umsetzt. Change Management ist ein Begriff für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in Unternehmen. Und wir übertragen das hier im Wegeprozess auf die ländliche Entwicklung. Und Mitarbeiter im Sinne des Unternehmensveränderungsprozesses sind bei uns letztlich alle Bürgerinnen und Bürger. Die Bürger haben dem Zukunftsprojekt auch einen Namen gegeben. Wegeprozess. Wege ist doppeldeutig. Wege, das steht für Wandel erfolgreich gestalten. Der Bürgermeister diktiert die Veränderungen nicht. Die Bürger entwickeln sie gemeinsam. Denn sie haben verstanden, wenn sie nichts tun, dann bluten ihre Dörfer aus und sterben. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich begriffen habe, dass sich etwas bei uns tut. Und zwar etwas, was vielleicht noch nie da gewesen war, wo man keine Erfahrung mit hatte, mit Schrumpfungsprozessen umzugehen, mit Alterungsprozessen. Und das hat mich schon sehr motiviert, dann im Sinne der Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger etwas auf den Weg zu bringen, was die Möglichkeit bietet, zu gestalten. Man erreicht Menschen dann, wenn zunächst ihre Gefühle erreicht worden sind. Gefühle motivieren dazu, das eigene Denken zu verändern, und das führt dann wiederum dazu, das Handeln zu verändern. Wie aber wollen Sie die Entwicklung aufhalten? Wie Ihre Dörfer wieder attraktiver machen? Sie haben sich ein Motto gegeben. In der Verbandsgemeinde leben, in einer gesunden Welt zu Hause sein. Manchmal braucht es den Blick von außen, um zu erkennen, wie wertvoll das Leben auf dem Land sein kann. Zwei, die die Welt kennen und trotzdem wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Tim Becker und Sven Nieder. Der eine Wissenschaftler, der andere Fotograf. Ich habe ja so ein Tool, mit dem ich gucke, wann ich wo sein soll, ne?
Und hier kann man schön sehen, wann wo die Sonne drauf scheint. Ne? Die beiden haben ein gemeinsames Projekt. Sie bannen ihre Heimat auf Hochglanz. Gut, hat eine lange Tradition, Wegekreuze und Kapellen zu bauen an Orten, an denen ja, Menschen Unglück widerfahren ist. Ein Schritt nach vorne, sonst bauen wir die auch ein Wegekreuz. Ja? Genau. Ja. Wir sind hier ein bisschen am untypischen Ort, dadurch, dass wir hier direkt an der Straße stehen. Ne? Aber wenn wir 20 Meter darüber laufen, sind wir mitten im Nirgendwo. Und für mich ist eine Qualität der Eifel, dass hier auch mal nichts passiert. Und das, das nutzen wir, um diese kreative Kraft zu entfalten. Ne? Also diesen Freiraum, den man plötzlich hat. Ne? Schlaue Ideen brauchen auch einen Raum. Den haben sie bei ihrem Freund Thomas Probst in Daun gefunden. Ihre Kreativwerkstatt ist eine analoge Druckerei. Sven Nieder hat als Fotograf die ganze Welt bereist und zahlreiche Preise mitgebracht. Tim Becker hat an der Uni Karriere gemacht. Vor 2 Jahren sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt. Hatten die Nase voll vom Trubel und dem harten Kampf in der Stadt. Ich habe erlebt bei der Rückkehr hier in die Eifel, dass das persönliche Wirtschaften besser funktioniert als in der Stadt. Hat mich überrascht, aber ich bin froh, dass es mich überrascht hat. Also wir können hier Dinge tun, die sind in der Stadt kaum denkbar. Ja, ich habe ja sehr viele Freunde und Kollegen, die in Berlin und in Hamburg und in London unterwegs sind. Und da sind natürlich Tausende von uns. Ja? Und wenn man so nach Berlin guckt, dachte ich immer, das ist wie ins Freibad gehen am ersten Sommertag. Ja, bis zum Wasser kommt man da gar nicht mehr. Und das ist hier echt ein Geschenk. Also wir können uns hier entfalten, ausleben und die Dinge, die wir tun, die fallen sehr schnell auf fruchtbaren Boden. Also ich würde auch sagen, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Hierher zu kommen, war zumindest aus jetziger Perspektive auch wirtschaftlich die richtige Entscheidung. Erst war es nur eine Idee aus einer Laune heraus. Doch die Postkarten mit Eifeler Sprüchen verkaufen sich auch gut. Jeder macht aber noch sein eigenes Ding, mit weniger Stress als früher. Ist auch gesünder. Aus beruflicher Sicht in Zeitaltern, wo es schnelles Internet gibt, ist es mittlerweile, glaube ich, egal geworden, ob ich jetzt in der Großstadt sitze oder hier auf dem Land. Also ich muss mobil sein und reisen. Und ich muss in der Lage sein, auch mit E-Mails und auch dem Internet zu arbeiten. Und das ist mittlerweile in der Eifel gut möglich. Was heißt das, in einer gesunden Region zu Hause sein? Klar, eine intakte Natur mit gesundem Essen. Eine der Visionen der schlauen Dörfer in der Eifel ist, im Jahr 2030 ist das Wort Fast Food vergessen. Käse kommt nicht mehr aus der Tüte, sondern direkt von Kühen, Schafen und Ziegen. Auf dem Ulmenhof von Anna-Maria Kneißl und ihrem Mann Michael in Sarmersbach leben 90 Ziegen. Es gibt auch noch 30 Kühe und glückliche Hühner. Ihr Biolandbetrieb existiert schon seit 1987. Anna-Marias Eltern Ute und Stefan Frangen lernen sich bei ihrem Agrarwissenschaftsstudium in Bonn kennen. Biobauern wollen sie werden, wie mittlerweile die ganze Familie. Das Thema gesunde Ernährung ist für sie auch immer politisch. Ist ja ein krankes Prinzip. Und dass wir wieder Überschüsse subventionieren und in die dritte Welt exportieren und der Bauer 100 Meter vor dem Schlachthof oder vor der Molkerei gar nicht rentabel wirtschaften kann, weil wir es viel zu billig dorthin bringen, ist ja kein System, was auf Dauer existieren kann. Am Anfang, da hat man sie noch als Spinner abgetan.
man hat uns keine Chance gegeben, glaube ich. Das fing bei der Beratung an, bei der Landwirtschaftsschule, die das sehr kritisch sah, so einen Betrieb hier mitten im Dorf, klein strukturiert, in den Vollerwerb wieder zurückzuführen und dann in die Zukunft auch weiterzuentwickeln. Ich sage immer, wir waren jung und hungrig. Das war einfach ein jugendlicher Elan, den wir mitbrachten. Den Elan und die Überzeugung haben sie an Tochter, Schwiegersohn und an die Enkel weitergegeben. Vater und Schwiegersohn bauen gerade die Scheune aus. Ein größerer Hofladen muss her. Der Hofladen ist das Reich der Tochter. Aber 3 Tage die Woche verkauft sie ihren Käse im 70 Kilometer entfernten Bonn. Die Städter haben gesunde, natürliche Lebensmittel aus der Eifel bisher mehr zu schätzen gewusst als die Eifeler selbst. Nahrungsmittel sollten nicht viel kosten. Ja, die Eifel war auch eine arme Region. Ich denke mal, dass wahrscheinlich das wirklich über Generationen so irgendwie verankert ist. Es gibt ja viele günstige Lebensmittel zu kaufen und viele Verbraucher glauben einfach, wenn sie dieses günstige Produkt kaufen, dass sie ein sicheres Produkt kaufen und denken gar nicht darüber nach, wieso das eigentlich so günstig ist, sondern ja, die vertrauen einfach. Mittlerweile haben die Eifeler aber umgedacht. Anna-Maria kann ihr Sortiment ständig erweitern, zumal sie möchte, dass Kinder von klein an gesundes Essen lieben. Denen auch einfach nahe bringen, dass das, was wir machen, dass das Hand und Fuß hat und dass sie einfach auch dieses Gefühl mitbekommen, wie eigentlich alles entsteht und ja, wie alles zusammenhängt. Und ja, ich hoffe, dass sie das später vielleicht auch ihren Kindern dann weitergeben. Die eigenen Kinder kennen und wollen nichts anderes. Es ist ja auch alles eine Investition in die Zukunft hier. Ihnen ist klar, jede Entscheidung hat Folgen. Ja, Heimat macht man sich. Ist ein bisschen unser Motto hier, glaube ich, auf dem Hof, weil wir gestalten hier unseren Lebensraum. Wir haben die Möglichkeit, es zu verändern. Jetzt hier der Hofladen, das ist ein Projekt, was wir gemacht haben. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir die Fruchtfolgen gestalten, was wir anbauen, welche Tiere wir halten, gestaltet ja in gewisser Weise auch unsere Umgebung. Trotzdem, Ihre Freiheit hat auch Grenzen. Ja, Bürokratie, das wird in unserem Beruf immer mehr. Auf der einen Seite natürlich berechtigt, wir sind Biobetrieb, wir müssen dokumentieren, was wir machen. Auf der anderen Seite manchmal, ja, es ist auch ein Grund, es sein zu lassen. Und man denkt sich dann schon manchmal, nun ja, also die großen Steuersünder sind selten die kleinen Unternehmen vor Ort, als dass sie international zu suchen sind. Aber ich glaube, wenn man sich darüber anfängt zu ärgern, dann macht man ein Fass auf, dass man lieber zulässt. Und deswegen macht man sein Ding und hofft, dass sie einen machen lassen. Sie haben hier eine Landschaft, die der Seele gut tut. Das haben Sie verstanden. Doch wie sieht es mit Arbeitsplätzen aus? Nur von Luft und Licht kann man nicht leben. Aber von Wasser. In Dreist zapfen sie die Nürburgquelle an. Seit 1932 gehört das Brunnenunternehmen einer Familie. Den Betrieb haben Hermann Kräuter und seine Schwester Bärbel Kräuter-Engelhardt kontinuierlich vergrößert. Thank you.
So richtig erfolgreich wird die Firma erst ab den 1950er Jahren. 10 Mitarbeiter damals, heute sind es 110. Ein hochmoderner Betrieb und inzwischen einer der führenden Mineralbrunnen Deutschlands. Wir sind jetzt in der dritten Generation, leiten das Unternehmen. Und es war eigentlich ein sehr kleines Unternehmen. So ein Highlight war dann Anfang der 50er Jahre, dass wir 1 Million Füllungen im Jahr hatten. War natürlich toll, super. Heute produzieren wir etwa 120 Millionen Füllungen im Jahr. Dann kann man schon sehen, wie die Entwicklung des Unternehmens war. Wir hatten hier noch normales Internet, jetzt haben wir Glasfaseranbindung. Wir hoffen, dass wir bald die Anbindung auch mit der A1 Richtung Norden haben. Das soll jetzt auch weitergehen. Richtung Süden haben wir sie schon. Und ansonsten im Umfeld ist eigentlich alles das da, was man braucht. Früher war ja die Eifel wie Sibirien, da wollte keiner hin. Aber mittlerweile ist die Eifel ja so schön geworden und wir haben so viele Angebote hier, dass es auch mittlerweile bedeutend besser geworden ist, fachlich gute Kräfte hier in die Eifel zu bringen. Mitten in einem Naturschutzgebiet liegt das Sprudelunternehmen. Von seinem Vater hat Hermann Kräuter nicht nur die Firma geerbt, sondern auch noch eine Herde Rinder. Schottische Hochlandrinder sind eine widerstandsfähige Rasse, die das ganze Jahr draußen auf der Weide bleiben kann. So ganz glücklich über das Erbe war Hermann Kräuter am Anfang nicht. Doch dann hat er sich schlau gemacht. Ich wollte am Anfang eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weil das war das Hobby von meinem Vater. Und ich habe mir gedacht, ich habe genug Arbeit, brauche ich mich nicht noch damit rumzuschlagen. Aber dann ist er ganz plötzlich verstorben und dann standen hier 60 Hochlandrinder. Und dann musste man natürlich mal gucken, was man mit den Rindern macht. Dann habe ich mir das 2 Jahre angeguckt und dann habe ich entschlossen, daraus einen eigenen Betrieb mit einer eigenen Zucht zu machen. Keine Chemie, keine Pestizide. Das Gebiet rund um die wertvolle Nürburgquelle bleibt sauber im Sinne einer gesunden Eifel. Mit schottischen Hochlandrindern kann man sehr gut Landschaftspflege machen. Und diese Landschaftspflege ist ja hier für die Eifel sehr wichtig, weil viele Flächen werden von den konventionellen Bauern nicht mehr bewirtschaftet, weil sie da mit ihren großen Maschinen nicht hinkommen. Und die würden sonst verbuschen. Und diese Flächen bewirtschafte ich dann mit meinen Rindern. Und die halten diese Flächen frei von Büschen, von Schlehensträuchern. Und somit bleibt das alte Eifelbild noch erhalten. Das gehört zur Vision. Hier passen moderne Technologie, Arbeitsplätze und die Verantwortung für eine gesunde Umwelt prima zusammen. Bärbel Kräuter Engelhardt hat verstanden, dass Genossenschaften das Modell der Zukunft sind. Private Unternehmen machen mit, Hotels, sogar Krankenhäuser. Alle werben für das Gesundland Vulkaneifel. Das ist eine schlaue Idee. Nicht nur die Hotellerie hat was davon, sondern die ganze Region hat was vom Tourismus. Und bei uns ist es so, wir bewerben schon seit über 20 Jahren die Vulkaneifel auf unseren Rückenetiketten. Was besonders gut ist, wir haben so einen Radius von ungefähr 200 Kilometer, wo wir hinliefern. Und das ist dann so ein Naherholungsgebiet. Das macht die Eifel bekannt und die Menschen informieren sich. Und das tut unserer Region gut. Je mehr Touristen hierher kommen, desto mehr Geld wird hier ausgegeben, desto mehr Geld bleibt in der Region, wovon dann auch die einzelnen Unternehmen, aber auch die Bevölkerung hier wieder profitiert. Die Vulkaneifel als therapeutische Landschaft. Was für eine schöne Idee. Ist etwa die ganze Region eine Wellness-Oase? Nicht überall. Es gibt Orte, da ist die Eifel noch sibirisch.
Da riecht sie nach Staub und Moder. Relikte aus einer Zeit, bevor die Eifel entdeckt hat, welches Potenzial in ihr steckt. Die Depression hat ein Ende. Im Hotel beim Brauer in Daun machen sie Hochglanzfotos für den neuen Prospekt. Alles ein bisschen langsamer. Ne? Hohen ja. Anwäsche. Wegen Fotos. Wegen ja. Fotos. So ein bisschen zu mir gedreht. Mhm. Ne? Also die Perspektive. Den Koffer, lass den gerne hier vorne stehen. Erstmal handschütteln, ein bisschen kommunizieren und dann schnappst du dir das Prospekt und zeigst was. Die Chefin Katrin Hennen weiß, wie man Schokoladenseiten betont. Die Frau hat ein Händchen fürs Schöne und hat das Traditionshaus in ein pfiffiges Hotel mit Flair verwandelt. Ja, mein Uropa, der Peter Brauer, der hatte eine Baufirma und hat als Auftrag gehabt, das Haus hier zu bauen. Die Bauherren sind dann über den Handel pleite gegangen und dann hat das Haus halt eben selber gehabt. Die wollten da eine Bäckerei reinmachen, das hat er Gott sei Dank nicht gemacht, weil früh aufstehen tue ich nicht gern und deswegen haben wir eine Gaststätte. Das tägliche Mittagessen mit den Eltern ist ein Ritual. Ihrer Weitsicht verdankt sie es, dass sie sich hier verwirklichen kann. Weil meine Eltern halt schon ziemlich früh wussten, dass ich das weitermache. Und von dem Moment an haben die auch direkt angefangen, alles zu modernisieren. Ich bin hier nach Hause gekommen und hatte alles fertig. Und das ist, glaube ich, das, was auch viele davon abschreckt, dann unbedingt weiterzumachen. Weil die genau wissen, wenn sie heimkommen, müssen sie erstmal so viel Geld in die Hand nehmen, um das alles zu modernisieren, dass man direkt schon keine Lust mehr drauf hat. Und hier war halt eben alles, egal vom Dach bis über die Heizung, bis zu den Gästetoiletten, war alles in Ordnung und schön halt, schon modernisiert. Auch eine ausgefallene Speisekarte hat sie sich ausgedacht. Sie hat einen 800-Grad-Grill angeschafft. Es gibt Steaks und Burger vom Feinsten. Das gefällt nicht nur den Touristen, sondern auch vor allen Dingen jüngeren Leuten aus der Umgebung. Moderne Burger für heutige Eifelbürger. Ein ruhiges Leben ist das nicht. Zwischen brodelnden Töpfen, immer im Einsatz. Aber genau das Leben, das Katrin Hennen will. Ich kenne es ja auch gar nicht anders. Und was für andere Leute vielleicht nicht so einfach ist, ist mir egal, weil halt eben noch nie an Ostern frei war oder noch nie Weihnachten gefeiert wurde wie bei anderen halt. Und deswegen macht es mir gar nichts. Und Gastronomie, finde ich, ist halt so der schönste Beruf auf der Welt. In die Zukunft investieren, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Das scheint zu gelingen. In der alten Druckerei von Thomas Probst in Daun ist fast immer gute Stimmung. Die beiden Rückkehrer haben in die Eifel eine Lässigkeit mitgebracht, die ansteckend ist. Sven Nieder und Tim Becker haben erkannt, die Eifeler sind anders geworden. Zum Beispiel sind Menschen plötzlich stolz auf ihre Heimat. Sven Nieder hat einen Verlag gegründet, in dem er Schriftsteller, Fotografen und Maler aus der Eifel veröffentlicht.
ziemlich viel Rempel. Also ich denke, die Leute haben wieder sehr stark zu ihrer eigenen Identität gefunden, auch einer sprachlichen Identität. Also es wird wieder richtig platt gesprochen. Und ich habe auch den Eindruck, viele Menschen hier nehmen das Leben auch etwas lockerer als noch in früheren Zeiten, etwas einfacher. Und da ist dann der Zugang etwas näher wieder an dem, ja, hier der Heimatverbundenheit und auch bekennen zu können, dass man Eifler ist und hier auch lebt. Mit anderen gemeinsam etwas unternehmen, die Geborgenheit in der Gemeinschaft spüren. Auch das ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Im Einklang sein mit seiner Herkunft und ihr Stolz eine Stimme geben. Wie die Theatergruppe in Dreis mit ihrem neuen Stück. Auf Platt. Oh, beruhigst dich doch endlich. Das gehört doch hey zu Osen, mir Chef. Irgendwann sind wir alle so weit. Da erwischt das jede von uns. Und um den Law ist doch überhaupt kein Schang. Der hat doch hey immer nur für Unruhe stift. Und Trinkgeld hat der allen doch nie, hey. Der war doch immer so knastig. Ich lasse mich doch von euch hey nicht veräppeln. Ihr seid doch ein neurotischer und unverbesserlicher. November. Doris Sicken ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sie ist auch die rechte Hand des Verbandsbürgermeisters. Muss man angucken. Gemeinsam planen sie die nächste Zukunftskonferenz in einem der 37 Orte der Verbandsgemeinde. Ein wichtiger Baustein des Veränderungsprozesses. An einem Wochenende kommen die Bürger zusammen und dann darf alles auf den Tisch, was sie beschäftigt. Fast alle nämlich haben die gleichen Sorgen und Probleme. Sie erkennen sehr deutlich das, was in den letzten Jahrzehnten weggebrochen ist. Also Daseinsvorsorgeangebote beispielsweise. Oder dass Gemeinschaft verloren gegangen ist. Oder nicht mehr in der Weise gelebt wird wie vor 30 oder 40 Jahren. Und da ist ein Gefühl, dies wieder zu erzielen, wieder zu gewährleisten. Was dann auch, denke ich, motiviert ist. Diese Zukunftskonferenzen bewegen tatsächlich etwas. Sie machen Mut, reißen aus der Lethargie. Die waren wirklich alle so euphorisch, dass sie jetzt was auf die Beine stellen und froh, sich treffen zu können. Wie geht es jetzt weiter, zu kommunizieren, eine Gemeinschaft zu haben. Ja, und die waren nachher wirklich alle auf dem Weg. Den Veränderungsprozess nach Gebrauchsanleitung gibt es nicht. Er braucht keine Technokraten, aber er verlangt eine innere Haltung. Für mich ist wichtig, dass ich selbst davon überzeugt bin, dass es richtig ist, was ich tue. Wertschätzung ist das Wichtigste überhaupt oder mit das Wichtigste in so einem Prozess. Weil also wenn die Menschen gewertschätzt werden, auch für das, was sie tun oder überhaupt für die Zeit, die sie sich nehmen, um überhaupt dahin zu kommen. Also wenn das gewürdigt wird, das motiviert Menschen unheimlich. Hier kommt der Erfolg der Zukunftskonferenz von Dreisbrück. Was wünschen sich die Menschen? Wie sehen ihre Visionen aus? Es kommen viele schlaue Ideen. Erstmal mehr Solidarität, sich mehr um die anderen kümmern. Einsam daheim? Nein, danke. Arbeitsgruppen geben den Takt an. Heute heißt es, gemeinsam brutzeln statt allein löffeln. Guten Morgen! Wir kochen heute einen Kohlrabi-Möhren-Eintopf mit Würstchen und Kartoffelwaffeln. Dann ran an die Messer. Viel Spaß! Spontan fangen sie sogar das Singen an. Herrlich deine Tänen, deine Berge sind.
Wie viel Schrumpere haben Sie denn in Ihrem Leben schon geschält? Oh, jümmelig. Das ist ja aber nicht viel. Unmenschlich viel. Ich hatte ja einen großen Haushalt mit 7 Kindern. Da muss man schälen. Drum und jeden Tag einen ganzen Pott voll Schrumpere. Mutig kochen. Ja, das ist satt, Junge. Ja, ich war mal der Hängelwäsche. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Das ist doch schön. Arbeiten ist schön. Wenn man keine Arbeit hat, ist man nicht zufrieden. Ich kann stundenlang zusehen. Ja. Sonst kriegt man sich ja nicht zu sehen im Dorf. Geht ja keiner raus. Schlau ist die Idee der sorgenden Gemeinschaft, die sie in der Verbandsgemeinde Daun entwickelt haben. Und die bald jeder Ort einrichten will. Eigenverantwortlich. Ein Netzwerk unterschiedlicher Partner wie Caritas, Kirche, der Verein Bürger für Bürger kümmert sich um die, die Hilfe brauchen. Ehrenamtliche und Profis machen das gemeinsam. 3 Generationen wieder ganz selbstverständlich an einem Tisch. In Dreisbrück ist der Anfang gemacht. Martha Sicken hat ihr ganzes Leben in Dreis verbracht. In ihrem Elternhaus. 7 Kinder hat sie hier großgezogen. Keiner macht ihr was vor in ihrem Dorf in der Eifel. Die war eigentlich immer arm. Keine Verdienstmöglichkeit. Ich war nicht, das war eine schwierige Zeit. Auch mit alles, auch mit Essen und alles. Du warst ja gut, als wir noch Landwirtschaft hatten. Konnten sie schon besser helfen, wie die Städter dann. Es sind ja viele Auswärtige gekommen. Dort ist alle voll von fremden Leuten. Die Louis Herozin oder die ein Haus gekauft haben, wenn ins Leer stand. Und jetzt sind viele Auswärtige. Man kennt sie noch nicht mal alle. Nö. Ja, aber die, man passt sich an oder die passen sich an oder auch nicht, wie sie wollen. Im Dorf war Gemeinschaft früher ganz selbstverständlich. Allgemein ist jetzt jeder mehr für sich. Nach dem Krieg wurde das mir auch besser. Da gingen wir Russen, dann, wenn einer da stand, da kommen sie alle zusammen. Ja, und dann haben wir so geschwätzt, was Neues, ja, was passiert ist. Das war ganz schön. Jetzt ist mehr jeder für sich. Jeder rennt durch, Schluss, Feierabend. Ja. Was machen die Jungen heute auf dem Land? Wie sehen ihre Träume und Wünsche aus? Einer von ihnen ist Gabriel Pitzen aus Brück. There's a 1000 miles in 18 hours. I got a double drive down southbound 35. Er macht eine Ausbildung als Maschinenbauer und schraubt in seiner Freizeit mit Vater und Bruder an alten Traktoren. Die große, weite Welt lockt ihn nicht. Da liegt mir jetzt so viel nicht dran. Also ich finde das hier schön auf dem Dorf. So, jeder kennt jeden. Man hat nicht so viele Leute, man kennt wenigstens alle aus dem Dorf auch. Und da kann man miteinander reden, wenn man sich trifft. Deshalb finde ich das so schön und wollte dann auch hier bleiben. Also mich zieht es nicht raus. Wir waren letztes Jahr in Holland auf dem größten Traktortreffen, aber das ist dann auch nur für ein Wochenende mal einen Urlaub machen, aber sonst lieber hier bleiben in der Eifel. Und die Traumfrau? Wie soll die denn so sein? Das kann ich noch nicht sagen. Also Aussehen ist ja relativ egal. Muss halt einpassen, dass sie auch mit dem Traktorhobby zusammenpasst. Wenn sie das jetzt nicht will oder halt Feuerwehr auch nicht mag, das ist da dann nicht so passend. Denn die Feuerwehr ist noch eine Leidenschaft.
Schon als Kind hat Gabriel da mitgemacht. Zu einer gesunden und funktionierenden Gemeinde gehört auch, sich für andere einzusetzen. In Vereinen, weil sie die Gemeinde lebendig halten. Eine weitere Vision der schlauen Dörfer heißt, im Jahr 2030 hat sich ihre Welt verändert. Weil sie auf Hilfsbereitschaft gesetzt und den Egoismus weitestgehend verbannt haben. Es ist halt auch glücklich, Leute zu sehen, wenn sie dann gerettet werden oder wenn sie zufrieden sind, wenn noch heil rauskommen, wenn jetzt auch wie bei dem Sachsler, bei dem Scheunenbrand, wenn der Bauer sieht, dass die Tiere lebend rauskommen, dass da nichts zu Schaden kam, außer halt die Scheune. Deshalb, das ist dann auch schön zu sehen, dass die Leute dann glücklich sind nach dem Einsatz. Und das kleine, das ganz private Glück, auch das findet sich. Wenn man den Zufall in sein Leben lässt. Tim Becker hat nach seiner Rückkehr nach Daun nicht nur sein berufliches Glück gemacht. Er hat auch seine Frau hier kennengelernt. So, dein Kaffee. Ja, das ist ja das Schönste eigentlich am Zurückkehren. Ich hatte schon gar nicht damit gerechnet. Ja, eines Tages, an einem verkaufsoffenen Sonntag hier vom Laden, habe ich meine Frau kennengelernt durch einen Zufall. Sie hat mir die Hand geschüttelt und zwar so kräftig, dass ich gerne sage, erst hat sie mir die Hand gebrochen und dann das Herz. Also es war ja eine sehr interessante Persönlichkeit, sehr besondere Begegnung. Am selben Abend haben wir uns wieder getroffen und seitdem sind wir unzertrennlich. In wenigen Monaten werden sie Eltern, werden heiraten und brauchen mehr Platz. Die Suche gestaltet sich ein bisschen schwierig, ist eine Herausforderung. Es ist nicht so, dass alle guten Angebote sofort in der Zeitung stehen. Also der Eifler ist da etwas zurückhaltend. Ja, wir suchen ganz normal über die Anzeigen, die hier geschaltet werden, aber sehr intensiv tatsächlich über Mundpropaganda. Ne? Also Menschen vor Ort fragen, habt ihr was gehört, kennt ihr jemanden, sagt uns bitte Bescheid, wenn ihr was hört. Also auf diese Signale warten wir, weil auch viele Eifler, wer sein Haus verkauft, der guckt erstmal auch in seiner Umgebung, ist da jemanden, dem wir das anbieten können. Auch Mietwohnungen sind nicht so leicht zu kriegen. Ich denke, jemand, der fremd in die Region kommt, hat erstmal die Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden. Es ist nicht so wie im städtischen Bereich, dass hier Mietwohnungen sind in einer großen Zahl. Aber ich denke, es gibt gut was zu finden. Nach dem Krieg wollten viele raus aus der bäuerlichen Großfamilie, aus der Enge. Die Alternative hieß Eigenheim. In Gillenfeld haben sie die Nummer umgedreht. Hier bauen sie mitten im Ortskern Wohnungen für ältere Menschen. Bauträger ist eine Genossenschaft, eine der sorgenden Gemeinschaften. Die Dörfer helfen sich selbst und gegenseitig. Denn was wird sonst aus den alten Ortskernen? Sie verwaisen, gammeln vor sich hin. Dabei hilft auch Schönheit, gesund zu bleiben und macht die Dörfer obendrein wieder attraktiver. Die Durchtewalds haben sich ganz bewusst für ein altes Haus mitten im Ortskern von Mückeln entschieden. Wir haben hier keine Sache bereut. Wir hatten auch die Zeit halt. Das hat nicht jeder. Seit 10 Jahren renovieren sie das Haus aus dem 19. Jahrhundert und geben ihm seinen typischen Eifeler Charakter wieder zurück. Vielleicht ein Vorbild für andere. Uns war es auch wichtig, nicht am Ortsrand zu sein, sondern mittendrin. Mittendrin, wir sind hier wirklich mitten im Dorf, im Ortskern und haben trotzdem eine ruhige Lage. Das Haus an sich, die Art dieses Trierer Langhaus, das hat Platz, das hat eine unvergleichlichen Charme, finde ich. Und das ist so schön. Das Haus ist auch so dankbar, wenn man es wieder so herrichtet, wie es mal war. Das kommt einem dann so ein bisschen entgegen und zeigt sich auch von seiner schönen Seite. Hier. Ja, also hier sind wir jetzt mal
im oberen Geschoss. Hier die Balken, die ihr hier seht, das war früher mal auch eine Abtrennung bzw. ein Zimmer. Also wir vermuten mal, dass hier der Knecht geschlafen hat, weil hier stand noch ein altes Bett und eine Kommode mit einem Spiegel und einer uralten Lampe, die sogar noch funktionstüchtig war. Da haben wir einfach hier den anderen Balken rausgenommen, die Tür entfernt und haben das Ständerwerk stehen lassen. Gut, da kommt das Licht von den beiden Fenstern noch hier rüber und da haben wir oben noch einen schönen, großen, alten, hell beleuchteten Flur. Also das hier ist mein Zimmer. Hier habe ich meinen Sitzsack stehen. Da setze ich mich dann auch gerne mal rein und ziehe mich so ein bisschen zurück. Und ja, ist schön gemütlich hier. Dann kommt immer schön die warme Luft aus dem Ofen hier oben rein, damit es dann im Winter nicht so kalt ist. Hier habe ich dann so meinen Schreibtisch. Also als wir den Schreibtisch hier gebaut haben, da haben Mama und Papa hier aus dem alten Saal die Toilettentür ersteigert. Und ja, wie man sieht, ist hier auch noch so dieses Schild, wo man dann abschließen kann. Dann steht hier so frei und besetzt. Dann kann ich immer da meine Hausaufgaben machen. Wir sind viel durch die Gegend gefahren. Viel, auch sonntags. So, das macht uns heute noch Spaß. Durch die Gegend fahren, den Futterparat dabei und dann, oh, da. Wir haben unseren Schornstein, den haben wir gefunden. Die Dacheindeckung, die Haustür haben wir abfotografiert in einem anderen Ort. Den Pflaster im Hof haben wir irgendwo entdeckt. Und dann wird halt, dann fragen wir, wo könnten wir sowas kriegen? Dann ist die Frage, können wir uns das leisten oder nicht? Warten wir damit noch? Und so hat sich eins zum anderen gefügt. Deswegen hat es auch lange gedauert und wir sind auch immer noch nicht fertig. Hier sind wir jetzt im Schlafzimmer. Ein Haus voller Ideen. Genau. Wenn man dann hier liegt, dann will man gar nicht mehr aufstehen. Weil man wirklich das Gefühl hat, man liegt im Wald auf dem Boden und guckt in Sonnen. Sie haben bewusst altes, gebrauchtes Material verbaut. Auch das ist eine Form von Recycling. Könnten andere auch nachmachen. Doch die wichtigsten Bausteine, die sie ins Haus gesteckt haben, sind ihr Optimismus und der Mut, einfach was zu wagen. So haben sie ihr Dorf ein bisschen liebenswerter gemacht. Die Vision ist die, dass mehr Leute, mehr Menschen auf die Idee kommen, alte Häuser zu renovieren und in diesen Häusern ein genauso glückliches Leben führen wie wir beide hier. Was braucht man für ein gutes, für ein gelungenes Leben? Die Eiferler haben inzwischen erkannt, alles, was wirklich wichtig ist, das kann man nicht kaufen. Gesundheit, Achtsamkeit, Glück, Schönheit. Damit ein Wandel gelingt, braucht es Mutmacher, die vorangehen. Die Dörfer in der Eifel sind schlau. Sie haben erkannt, wo ihre Stärken liegen.